Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der neuen Bude und hiermit herzlich willkommen. Ich habe hier erstmal das relativ hochgestellt, damit das Spiel schnell läuft. Und es läuft auf jeden Fall deutlich flüssiger als beim Pokémon Black. Das läuft komplett flüssig. Geil. Für euch vielleicht nicht ganz flüssig, aber naja, wir machen, nachdem die Pokémon Black Randomizer Challenge abgebrochen wurde, da sie wirklich nicht... Die war nix. Punkt. Stattdessen spielen wir jetzt aber eine Pokémon Black Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja, eine Randomizer Nuzlocke habe ich auf diesem Kanal schon gemacht. Pokémon Emerald. Es war wirklich ein interessantes Erlebnis. Wie diese Challenge nun ausfallen wird, bin ich sehr gespannt. Ich habe schon ein, zwei Mal hier privat so begonnen und ich muss sagen, ich hatte eigentlich immer echt coole Sachen da. Meine Starter waren irgendwie Seemobs habe ich einmal genommen, Fukano, okay, einmal habe ich resettet, weil meine Starter Vaumpel, Karpador und Panikon waren. Das war nicht schön. Ich habe auch noch nie vor der ersten Arena verloren, in diesem Spiel auch in der ersten Arena nicht. Jeder Run, den ich hier begonnen habe, habe ich abgebrochen, einfach nach einer Zeit, weil ich einfach privat nicht viel spiele. Aber ja, diesen Run werde ich nicht abbrechen. Hallo? Ich muss hier andere Knöpfe. Der Text ist sehr schnell und juckt uns auch nicht wirklich. Alter, das bin ich gar nicht gewohnt. Wer sich an Pokémon Black erinnert, da hat das so lange gedauert, weil es so unflüssig lief. Nur ich merke schon... So, der Sound hat mal ein paar Punkte dazu bekommen. Ja, wie wir uns nennen, ist, denke ich, keine große Frage. Ein Ü gibt's hier offensichtlich nicht. Wir sind natürlich der Günther. Boah, passt gerade so rein. Jawohl. So. Ich habe eben, anders als letztes Mal, wo alles gerandomized war und es keine Nuzlocke-Challenge war, habe ich dieses Mal eben wirklich die ganzen Typen, die ganzen Attacken sind regulär. Das Einzige, was nicht regulär ist eben, welche Pokémon es letztendlich sind. Und die Items auf der Weltkarte habe ich auch random gelassen. So. Ich kann das Ganze sogar noch schneller laufen lassen, wann ich will. Das ist eine sehr gute Sache, finde ich. Aber wir bekommen jetzt die Starter-Pokémon. Drück mir die Daumen. Wir müssen was Gutes bekommen. Bitte. Bitte geile Starter. Bitte geile Starter. Und es sind... Nein. Ich hab mir einen Stuhl auf den Zeh gestellt. Was? Was? Die einzige Sorge, die ich habe, ist, dass das Ding nicht angreifen kann. Und die Fähigkeiten sind nicht gerandomized, deswegen ist das Ding halt eigentlich nicht so stark. Die Challenge beginnt aber natürlich auch wieder erst, sobald wir die Pokebälle haben. Ich nehme das Ding jetzt trotzdem. What the fuck? What the fuck, Alter? So, das ist Esteban. Mein fucking Regigigas. Die hat jetzt die Vorentwicklung, was? So. Ja, der Slowstart ist natürlich scheiße. Wisst ihr noch im Original? Oh, die Attacken. Ich muss nur mal gucken.
im Original war Regi-Stil hier unser größter Feind im Pokémon Schwarz Randomizer Challenge. Und alleine, weil die Fähigkeiten gerandomized waren. Wir haben es so oft getroffen und mit den gerandomizeden Fähigkeiten. Ja, das ist schön. Ja. Das ist unfassbar wichtig, glaube ich. Wir haben hier ja nur eine wirklich sinnvolle Attacke, die Normaltyp ist. Und damit können wir dafür sorgen, dass das auch Geist-Pokémon trifft. Io! Warte, das Ding lebt. Aber, ich hatte Angst, dass das Ding wirklich sehr schwach jetzt ist erstmal. Aber. Was ich vergessen habe zu erwähnen. Diese Challenges eskalieren bei mir immer. Ich hatte noch nie einen Run, wo ich nicht vor der ersten Arena schon mindestens zwei Legendären begegnet bin. Hat man das schon bemerkt, dass diese Runs bei mir oft eskalieren? Ja, Esteban. Verpiss dich, so. Digga, mein fucking Regigigas als Starter. Die anderen beiden waren aber auch komplett scheiße, das muss man zugeben. Ich meine, ja, ich habe die Entwicklung gerandomized. Sonja, Alter. Ich habe die Entwicklung gerandomized, das heißt, aus Tentacha hätte noch was Cooles werden können. Okay. Wer braucht das? Aus Tentacha hätte theoretisch was werden können, aber. Außerdem, anders als bei der letzten Randomizer, wie ihr seht hier die Facecam, bin ich auf jeden Fall der Meinung, wird eine sehr gute Sache. Außerdem werde ich mein Team... das Team wird da drüben an der Seite eingeblendet. Das war das, was ich vergessen habe zu machen. Ich habe gerade auch ein bisschen Angst, weil mein Laptop... sehr gerne bei verschiedenen Dingen abstürzt. Und wenn das in der Aufnahme passiert, ist das halt komplett kacke. Deswegen mache ich mir ein bisschen Sorgen gerade. So, das macht hoffentlich ein bisschen was. Ja. Ich sag so, Regigigas ist auch nicht so ein guter Starter, wie man vielleicht in der allerersten Sekunde denken würde, aber... Ich bleib dabei besser als die anderen beiden. Wir müssen halt hoffen, dass auf der ersten Route was Gutes kommt. Und ich sag's so, das ist auch eine Sache, die irgendwie anscheinend eine Regel bei mir ist. Auf der ersten Route gibt es nie einen schlechten Encounter für mich. Ob ich ihn mitnehmen kann, ist dann die Frage. Beim letzten Mal Pokémon Schwarz hier auf YouTube war es ein Arktos. Sonst hatte ich irgendwie... Ich glaube, Trikefalo hatte ich mal. Stalobor hatte ich mal. Stalobor habe ich sogar fangen können. Das war schon echt krass. Deswegen, erste Route hoffe ich wird ballern. Das Problem ist, dass es in der Regel danach oft nicht so gut weitergeht. Und auch das Pokémon, das man beim Dream Yard geschenkt bekommt, ist immer so eine Sache. Ich mache jetzt mal hier das, weil dann geht es noch deutlich schneller. Es ist dann zwar wirklich laggy, aber geht halt sackschnell. Und deswegen bei so Stellen, die mich wirklich interessieren, die einfach nur rumgehen sollen, werde ich das machen. Und ja, beim Dream Yard, was man da geschenkt bekommt, hatte ich auch eigentlich so relativ häufig ziemlich viel Glück. Volipurba hatte ich da schon, Scaraborn hatte ich da schon, Kegolbat hat mich persönlich jetzt nicht so begeistert, aber es hat tatsächlich ganz gute Arbeit geleistet bei meinem letzten Durchspielen. Das habe ich erst vor ein paar Tagen privat gehabt, während ich nebenbei mit ein paar Leuten... im Chat war.
Und ja. Boah, es ist sehr beruhigend, wenn ich höre, wie mein Laptop da komplett ausrastet nebenbei. Ich habe extra jetzt noch dafür gesagt, dass so wenig wie möglich offen ist, dass alles dafür steht, dass er gut laufen kann. Regigigas heißt jetzt Golem. So, jetzt gehen wir auf Route 1. Es geht zum Glück wirklich schnell. Wir werden in dieser Folge auch ziemlich sicher noch N besiegen. Der meistens auch nicht schwach ist, wenn ich hier so spiele. Irgendwie so Gengar oder so ist das schon mal drin. Nur, dass ich letztes Mal halt zum Beispiel, als es eben wirklich Gengar waren, Fukano mit Biss hatte. Lucifer hat ihn zerstört. Ja, mein Fukano hieß Lucifer. Mein Charakter hieß Satan. Mein Stalobor hieß Stalinbor. Die Golbat habe ich als Fledermaus nach unserem Lieblingsvirus benannt. Die meisten Namen kamen nicht von mir. Ich war mit den Leuten, mit denen immer CAH kommt im Chat. Jetzt fang das Viech. Warum kriege ich keine 30? So, komm. Jetzt labert nicht. Und die behauptet jetzt, sie hätte einen Floink. So viel Kultur hast du leider nicht. So, ab geht's. Ich guck weg. Der Ruf hört sich nicht gut an. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Die Regel ist ein guter Encounter auf Route 1. Ich weiß nicht mal, ob das ein Dizzy Punch überlebt. Das war close, aber dafür rechne ich jetzt schon damit, dass es mitkommt, ne? Ah, aber es ist nicht gut. Es kann sein, dass ich irgendwie dann... auch mal, vor allem wenn wir ein bisschen weiter sind, ein paar Sonderbonbons genehmigen werde zum Unleveln von neuen Teammitgliedern. Das hoffe ich aber auch. Aber warum hat es beim ersten Mal nicht einmal gewackelt? Ja, Nickname. Es ist rot. Je mag. Merkt man, dass ich nicht unbedingt begeistert von diesem Encounter bin? Was? Das ist ja komplett scheiße. So, die schenkt mir Tränke, das ist wichtig. Ich würde heute gerne noch bis zur nächsten Route kommen und noch einen Encounter holen. So, mit der Route sind wir jetzt an sich schon durch. Ich hätte an sich auch ganz... oh. Gerne noch... oh. Ganz gerne noch ein bisschen hier Leander trainiert, aber...
Übrigens, das könnte. Das Ding ist ein Kampftyp, der Gegner, darf man nicht vergessen. Ja, das wäre auch nicht unbedingt besser gewesen. Sache ist, die Magby braucht ewig, um sich zu entwickeln, habe ich immer das Gefühl. Er sagt, das ist halt auch so ein freundschaftsbasiertes Ding, aber bei mir dauert das immer ewig, weil ich keine Ahnung habe, wie das geht. Ich bin jetzt einfach mal optimistisch, dass mein Laptop auch durchhält. Hui. Wir haben alle zwei Pokémon, yay. Ich hatte es auch schon, dass ich hier keins hatte, zum Beispiel beim ersten hier auf YouTube, weil das Arktos nicht mitgekommen ist. Stimmt, da hatte ich ja Rabigator als Starter, das war auch nice. Ja, heilen. Ich werde gleich. Die Sache ist halt die, ich. Wie will ich Leander trainieren? Er kann nicht relevant angreifen. Ich bin so froh, dass das so schnell gehen kann hier. Ich muss aber eigentlich Leander hier noch ein, zwei Level geben. Alles andere hat keinen Zweck. Ich Vollidiot. Wir werden unser erstes Pokémon verlieren, oder? Kann ich noch? Ja, kann ich. Ich dachte kurz, jetzt kommt zwingend direkt die Cutscene und der Kampf gegen N. Oh Gott, das ist nicht schön. Sollten wir das mit dem Training vielleicht lieber lassen? Die Sache ist halt die, das ist echt so schwach, das Ding. Ich habe auch keine Ahnung, wann es EP-Teiler in diesem Spiel gibt. Sache ist die, ich versuche es jetzt nochmal. Und vielleicht irgendwas encountern, das nicht... irgendwas encountern, wo ich halt einfach in... Golem rein switchen kann. Oh, das wäre so ein geiler Encounter gewesen. Aber zumindest dürfte es ein paar EP geben, wenn du Drachenwut kannst. Verlasse ich den Raum? Okay. Zumindest ein Level wäre mir sch... Okay, das ist nicht schlecht für mich. Der Z-Punch macht auf jeden Fall mehr als Knockoff, da kann mir keiner was sagen. Das hätte ganz schön schief gehen können. Aber das gibt auf jeden Fall ein Level. Aber irgendwie hatte ich schon jetzt einem früh gegen...
Vesprit, Hobitze, wie heißt das? Selfe. Bei einem Selfe hätte ich schon auf was Besseres gehofft, an Erfahrung. Ah, Leander wird hier nicht viel reißen. Das Problem auch, weil ich es gerade auf Maximumgeschwindigkeit ist. Ich drücke einmal ganz leicht die Taste. Und es geht gleich zwei Felder weiter. So, jetzt. Jesus Christ labert uns zu. Okay. Ein Serpifeu. Das ist ja wohl besiegbar. Das ist ja wohl mehr als nur machbar. Ja, das war's. Ich meine, das war jetzt irgendwie auch Besinn. Ja. Das Ding trifft auch alles, ne? Egal, er hat nur ein Pokémon. Und damit haben wir N besiegt. Außerdem habe ich beim Randomizen die Einstellung getroffen, dass der Text so schnell wie möglich ist, was es natürlich noch mal besser macht. Und dann gleich noch die Rennschuhe. So. Und das Letzte, was wir heute machen, ist eben versuchen, die Rennschuhe abholen und versuchen, ein drittes Teammitglied zu bekommen. Könnte mir noch ein bisschen mehr kaufen, ja, aber wenn ich das Geld nach der ersten Arena habe, da gibt es dann halt schon super Tränke und super Bälle. Ja, mein Smartphone klingelt. Hol Rennschuhe. So, damit haben wir die. Und das Letzte, was wir für heute machen, ist ein weiterer Encounter. Komm, jetzt betet alle mit mir, dass es besser wird als Leander. Und das ist nicht schwer, wie wir alle wissen. Erst das Item offensichtlich. Kein Rauch. Was bringt dieser? Auch die getragenen Items, die manche Pokémon haben, sind random. Das brauche ich nicht. Okay, ich guck weg. Was ist das für ein Ruf? Ah, alter, wehe. Nein!
Wisst ihr, wir brauchen gar nicht so zu tun. Wir spielen jetzt heute noch kurz weiter, wir werden die Challenge diese Folge noch verlieren. Als ob, es ist ein Trikefalo und dann Drachen. Ich hatte überlegt, Drachenwut auszuschalten. Beim Randomizen. Ja. Leander kann nix. Das kann nicht mal treffen mit Smog. Ja. Dieser Run hatte viele Ausnahmen, die die Regel für meine Black Runs bestätigen. Scheiß Encounter auf Route 1, schlechtes Pokémon von N und ich schaffe es nicht bis zur ersten Arena. Ja. Jetzt komm, beende es! Und das war's. Wir haben den Run Folge 1 verloren. Mann, jetzt stellt euch vor, wir hätten das Trikipalo gefangen. Anstatt dass Golem down geht. Ich hätte es vermutlich echt so machen sollen, dass ich nicht flüchte vor dem Trikipalo, sondern auf gut Lückenball werfe. Es wäre eh nicht drin geblieben, aber... Das wäre die letzte Chance gewesen. Ja. Was ein Run. Also, es ist ja wohl selbstverständlich, dass wir das wiederholen werden. Aber erst beim nächsten Mal. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst doch ein Like auf diesem Video da. Ja, bis bald. Und ciao.